Oh, schön pustig heute. Ja, da kann man auch mal bei Schiedwetter im Garten. Die Wolken geben es gerade noch so her, aber wir erwarten hier durchaus Regen. Sollte eigentlich schon vor einer Viertelstunde losgehen. Eine halbe Stunde ist schon drüber. Da flitzen die Vögel. Ja, ich werde schnell mal abgelenkt. Heute möchte ich mit euch durch den Garten gehen. Das ist etwas her. Ich habe zuletzt ein Video gemacht, da war es ganz ruhig, ohne Worte. Einmal Gartenkultur pur, da war meine Stimme nicht erforderlich, beziehungsweise sie hatte vom Wesentlichen abgelenkt. Ja, aber heute geht es mal wieder mit Worten weiter. Mann, ist das pustig. Ich hoffe, das Mikro spielt mit. Das ist nicht so einfach. Ich werde mich hier gleich vom Garten leiten lassen. Ich werde euch direkt einfach mitnehmen und mal gucken, was mir so ins Auge fällt. Und dann werden wir uns längs hangeln und ja, möglichst so, dass wir jede Ecke des Gartens gesehen haben. Der Garten macht noch eine Riesenfreude. Wir haben Spätsommer. Der Herbst kündigt sich durchaus schon an, das sieht man an der einen oder anderen Stelle, gerade auch beim Kürbis im Garten. Aber das sind Geschichtchen, die möchte ich nicht vorwegnehmen, sondern direkt zeigen. Und da können wir gleich hier vorne anfangen, denn hier vorne gibt es ein Prachtexemplar von Rosenkohl. Wir sind super glücklich damit. Ich habe den zwischendurch mal aufgerichtet mit dem Stock, damit er ein bisschen stabiler steht. Denn das ein oder andere Lüftchen hatten wir hier schon, also ordentlich Sturm, wollte ich damit sagen. Und das hat natürlich seine Spuren hinterlassen. Können wir heute auch an anderer Stelle noch im Garten beobachten. Auch meinen Hahn sicherlich auch. Aber wir wollen zum Rosenkohl kommen. Und so sieht er aus. Richtig schön. Man sieht auch den lila Touch da drin. Ja, einmal am Stamm. Und ja, richtig schön Rosenkohl. Ein paar Mal habe ich schon geerntet, aber Flo, ich würde sagen, da können wir bei... Denn unten gehen schon die Röschen auf, also die sind schon zu weit. Teilweise kann man die noch essen, aber größtenteils sind die schon dann vertrocknet oder halt echt, ja, auch schon angeknabbert und genießbar. Beim Kohl darf man immer nicht vergessen, die Blätter sind auch verwertbar, auch eine gute Sache. Beim Rosenkohl habe ich es noch nicht gemacht. Roh essen ist nicht zu empfehlen, also beim Grünkohl geht das klar, aber roh essen hierbei war für mich auf jeden Fall nicht so toll. Das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen. So, und vom Rosenkohl wollen wir mal weg, direkt daneben. Also hier drumherum, die ganzen Zwiebeln haben wir schon rausgeholt, ist schon eine Weile her. Und dann haben wir hier nochmal zwei Pflänzchen stehen. Das ist Basilikum und Chili. Wir haben jede Menge Chilis. Das sieht sehr gut aus. Da drücken wir auf jeden Fall mal die Daumen, dass wir da irgendwie noch die Farbe Rot zu sehen bekommen. Hier vorne hat er sich breit gemacht einmal der Borretsch. Da sind jetzt noch ein paar Blüten dran, verschiedene Farben. Blau und so ein, ja, pink, rosa, wie auch immer man das dann sehen möchte. Die Sonnenblume hier ist durch. Ja, aber man kann sehen, das ist auf jeden Fall Lebensraum für Tiere, wenn sie sich schützen wollen. Den wollen wir mal in Ruhe lassen. Bleibt auf jeden Fall stehen, wird Futter für die Tiere im Winter. Und bei der einen oder anderen Pflanze, wenn es jetzt um alle Sonnenblumen geht, da wird auf jeden Fall nochmal Saatgut geerntet. Also, Borretsch steht hier. Wir können jetzt so drinnen auch noch ein paar Sachen erkennen. Unten ist irgendwie noch Minze oder so. Da unten ist ein Klee. Ja, und hier haben wir ja noch eine Zinie, die wunderhübsch ist. Das ist schon das zweite Exemplar. Ja, ich finde, das sieht gut aus. Und hier ist das verblühte erste. Ja, hat die Stadien schon durch, wo es schön aussieht. Ja, und wir gucken jetzt nochmal auf die andere Seite, damit wir das Beet durch haben. Hier ist eine Sonnenblume. Hatte hier so Arme richtig runterhängen. Die habe ich hier so ein bisschen runtergeklemmt. Gehörte auch dazu. Ja, aber ansonsten eine total tolle Sonnenblume. Hier waren letztendlich, ja, jede Menge an Pflanzen, was an Konkurrenz dann da stand an dieser Stelle. Und dann hat sich die Sonnenblume einfach mal ausgebreitet. Im Grunde genommen könnt ihr das hier in klein erkennen. Da hatten wir hier so richtig Arme und naja, ich habe die halt hier hochgeklappt, wie gerade schon erwähnt. Ja, Ringelblume möchte sich schon weiter aussehen, durfte sich auch schon weiter aussehen. Und ja, hier haben wir verschiedene Pflanzen noch zwischen. Hier haben wir wieder eine Nachtkerze. Ja, und an verschiedenen Stellen haben wir dann ja noch die, wie heißen sie denn, die Stockrosen, genau. Die sind dann eher für das nächste Jahr gedacht. Hier seht ihr noch die Wunderblume, auch wunderbar schön, würde ich sagen. Hat jetzt gerade die Trichter zu, ist ähnlich wie da bei der Prunkwinde, also farblich. Die ist da vorne noch offen, die haben wir da oben, da kommen wir gleich auch noch längs. Ja, Sonnenblume, Zinie. Hier hatten wir ja so ein Exemplar, was so ein bisschen aussieht wie eine Physalis. Ist natürlich aber, wenn man hinschaut, komplett anders. Aber halt hier so mit diesen Lampignons, wenn ich die so bezeichnen darf. Ja, und dann haben wir hier noch die Stockrose. Da bin ich gespannt, wie das nächstes Jahr dann aussieht. So, und ich habe gesagt, wir lassen uns vom Garten führen. Dann haben wir tatsächlich da unten noch Erbsen, die sich ein bisschen durchkämpfen. Mal gucken, ob wir da ernten dürfen noch.
Und hier oben jede Menge noch zur Saatgutgewinnung. Hier die rote Gartenmelde wollen wir natürlich haben. Hier gibt es jetzt schon genug, was hier irgendwie runterplumpst. Ja, an der Stelle nicht ganz so, aber hier durfte ich das vorhin schon beobachten. Die ganzen kleinen Kapseln, aber ja, wie gesagt, die dürfen sich auch verteilen, habe ich super gerne im Garten. Gibt so einen richtig schönen Farbtupferl. Ja, dann seht ihr noch die Kapuzinerkresse, die ist überall im Garten vertreten, irgendwie, mal mehr, mal weniger. Und hier unten, ja, da macht sich noch eine Tomatensorte, deren Namen ich jetzt mal nicht weiß, breit. Das haben wir hier, Kapuzinerkresse, hier überall noch zwischen. Ja, und Gras, also so eine Stelle, die hat zu wenig Liebe bekommen. Aufmerksamkeit, so an sich ja, also man hat sich auf jeden Fall über die Tomaten gefreut, aber ja, Beet frei machen, von Gras befreien, das war jetzt nicht so dabei. Ja, und hier vertrocknen die ganzen Erbsen, haben wir auch noch überall Borage. Hier haben wir ja den Kartoffelacker, da haben wir schon ordentlich Kartoffeln rausgeholt. Ich habe das Ganze auch mal festgehalten, da könnt ihr das sehen. Also zwei Eimer voll, unterschiedlichste Kartoffeln, rot, schwarz, normale, dennoch irgendwelche Gourmet-Kartoffeln, Premium, was weiß ich, wie das heutzutage geschimpft wird. So Kreuzung. Ach nee, wir haben hier einen ganz anderen Gast. Der hat sich gerade reingeschlichen. Wer bist denn du? Guck mal, wen wir da haben. Die Mäusefänger. Oh, wie schön. Ich freue mich mal. Da muss ich euch mal auf Stativ setzen, weil da muss ich mal Hallo sagen, wenn ich darf. Nachdem sich die Schlange, ich habe ja vorhin nur den schwarzen Schwanz gesehen, das sah echt so aus, als ob es eine Schlange ist. Ja, so schnell kann man sich täuschen. Ja, wo Wahrnehmung, da ist Täuschung. Ja, da wurden wir unterbrochen. Ja, er hat mir wohl gerne zugesehen, danach war sie weg. Und ich mache direkt mal weiter, wo ich aufgehört habe. Also die Kartoffeln habe ich euch gezeigt. Es waren zwei Eimer voll, verschiedenste Sorten. Wir haben jetzt da noch die Hälfte drin. Nach den Erfahrungen aus diesem Jahr können wir tatsächlich bis April oder so locker noch die Kartoffeln ernten. Und da kommt echt ordentlich was bei rum. Und da es natürlich um Lagerzeit geht und möglichst frisch halten, ist das ja, die bequemere Variante. Hier vorne ist ein Kohl reingekommen. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn da? Ist das noch ein Superschmelz? Ich bin mir nicht sicher. Irgendein Kohl, irgendwas wird da sein. Haben wir auf jeden Fall schon richtig ausgesät. So, und dann tingeln wir hier mal weiter. Gleich mal an die nächste Ecke. Denn hier hat es mich ja hingezogen. Hier haben wir Tomaten. Hier haben wir die fette Henne hier vorne. Und ein Terrain definitiv von der Ringelnatter. Deswegen kam ich auch auf den Gedanken gerade. Ja, hier eine Sunviva. Gesplittet, also mit zwei Armen und da ist echt noch alles voll, ne? Guckt euch das an, da hängt noch so richtig was zwischen. Ja, und hier unten auch definitiv noch eine reife Tomate. Petersilie wollte nicht so wirklich größer werden. Da haben wir noch die wilde Tomate, die Johannisbeere. Richtig gut, wilde Tomaten, kann ich nach wie vor sagen, können wir weiterempfehlen. Ja, und hier vorne haben wir so ein bisschen Blühwiesenmäßig, das einfach ja, von sich aus so ein bisschen treiben lassen. Ja, und dann hat sich so ein bisschen Saatgut hier auch breit gemacht von der Nachbarin. Vielen Dank, freue mich sehr. Ja, da unten sehe ich noch eine Nachtkerze. Das ist so ein Terrain, was auf jeden Fall Liebe braucht. Man sieht das eigentlich hier. Hier hinten sollte noch eine Rückwand hin, aber naja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, es kommt alles noch. Und hier, wenn ich das mal so beobachte, könnte man die ganze Fläche eigentlich noch blühmäßig machen und bis hier vorne zu. Eigentlich kommt man dann noch so an die Ecke gehen. Ich denke, das wäre für die Zukunft eine Variante, die insgesamt doch viel besser aussehen könnte. So, da kommen wir gerade nicht durch, deswegen gehen wir wieder zurück. So sieht das aus. Ach, was ein schöner Ausblick. Auch bei nicht so sonnigem Wetter, was ja bei mir meistens hinhaut hier in den Videos. Dazu muss ich aber auch sagen, dass ich oft mit dem Wetter quasi Gärtner, aber ich glaube, Sonne hatten wir dieses Jahr nicht zu knapp. Aber auch die Jahre davor war es dann immer so besonders. Ja, sollen wir mal gucken, was sich hier alles noch versteckt. Hier haben wir verschiedenste Pflanzen. Ich muss gerade mal sagen, was haben wir hier denn? Da weiß ich ja gerade gar nicht, was sich hier breit gemacht hat. Kennt sich jemand aus? Die habe ich noch nicht entdeckt, heute zum ersten Mal. Ja, Minze ausgeblüht, Gräser dazwischen. Hier haben wir eine ja, Sorte von Radieschen. Da kriegen wir wieder Saatgut ran, wunderbare Sache. Dazwischen versteckt sich noch Mangold, Ringelblume, Beifuß, haben wir auch echt genug. Ackerwinde natürlich auch. Oh, das sieht ja in diesem herbstlichen Touch richtig schön aus. Wow, mag ich leiden. So, und die Tomate hat noch nicht genug, die will noch größer werden. Wow.
Bei den Tomaten habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit aufgeschnappt, dass man die oben oder an gewisser Stelle dann mal cutten kann, damit die restlichen Tomaten noch nachreifen. Bei uns ist das so, wenn die Tomaten noch nicht so durch sind, dann hängen wir die irgendwo hin und dann reifen die von alleine nach. Das heißt, wenn nachher irgendwas nichts mehr werden sollte, dann wird das halt hingehängt mit ein bisschen Geduld. Dann irgendwann auch, wird das auf den Tisch landen, sag ich mal, zum Verzehr im Magen. Hier gibt es noch jede Menge Nährpflanzen, die ich euch zeigen möchte, weil das hier ist eine ganz schmucke Ecke, wie ich finde. Da haben wir einmal vorne ein Pflänzchen, was ich bis heute nicht wirklich benennen kann. Hab mal irgendwie über eine App rausgefunden, dass es eine Dahlia sein soll. Weiß ich nicht, ob ich das bestätigen kann. Kann ich nichts zu sagen. Vielleicht weiß das einer von euch. Wir hatten jetzt schon ein paar Exemplare dran. Und wie ihr sehen könnt, ja, es sind echt schon hier, ne? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hier kommt noch ein neuer. 13, 14, 15 Stück. Wow. Richtig schön. Und was auch schön ist, das versteckt sich direkt dahinter. Hier haben wir nämlich Salat. Ja, der ab einer bestimmten Stufe auch wunderbar dann wieder Saatgut abwirft. Gut, gehen wir weiter und gucken hier uns mal die Prunkwinde an. So sieht das aus. Ähnlich wie bei der Wunderblume. Die sind ähnlich. Nur, dass die eine hier sich so wie eine Ackerwinde überall so ein bisschen rumwindet. Hier oben kann man das wunderbar sehen. Und die andere halt senkrecht steht. Ja, Tomaten habe ich jetzt schon zu Genüge benannt. Die wurden hier alle schon gefuttert, super lecker. Möchte ich nicht nochmal näher rangehen. Hier Kapuzinerkresse. Darunter verstecken sich noch jede Menge Erdbeeren, die dann natürlich ja, von Herbst bis Frühjahr dann irgendwie interessant werden. Dann ein neues Plätzchen zu kriegen teilweise oder ja, wie auch immer, da halt eben zu bleiben, genug Platz zu kriegen. Je nachdem, welche Taktik, Strategie man da anwendet. Ja, hier ist so ein Mix. Wir hatten dieses Jahr mit Radieschen so gar keinen Erfolg. Ganz wenig Exemplare essen dürfen. Hier links Radieschen, da haben wir eine Möhrchenreihe, wieder Radieschen, eine Malam und Mangold. Irgendwo ist auch ein Gelb dazwischen. Ich sehe ihn gar nicht mehr, wo ist er denn hin? Also steht da senkrecht, aber leider nicht in unsere Richtung. Ja, und zwischendrin halt dicke Bohnen. Bei der Geschichte kann man sagen. Also da sind die Radieschen in die Blüte gegangen und haben dann ja, uns nichts abgeworfen, könnte man sagen. Aber wir haben sie drin gelassen, das hält ja alles so ein bisschen feuchter. Und man kann dann auf eine gewisse Art auch wieder Gießen sparen, indem man halt die Möhrchen daneben unterstützt. Ja, solange halt eben auch genug Sonne rankommt. Gucken wir mal weiter hinter mir. Hier der Bereich, da habe ich ein paar Sachen rausgenommen, die echt zu viel waren. Ansonsten möglichst viel Gräser und so, die trocken sind, stehen lassen. Das ist Lebensraum für die Tiere, ganz, ganz wichtig. Kann ich nur empfehlen. Ja, das Grashoden-Hochbeet macht echt gute Dienste, kann man sagen. Aus Unkraut ein Hochbeet gebaut. Ich möchte es nicht mehr missen. Das ist einfach auch, wenn man hier hinguckt, immer eine sehr spannende Sache. Es wird einem einfach nicht langweilig. Und ja, hier hat der Flo sein Beet. Da möchte ich direkt mal weitermachen. Hier ist es auch nicht langweilig. Hier haben wir ein paar Pflänzchen reingekriegt. Zweimal Kohl. Wir hatten jetzt irgendwie Kohlrabi und irgendwas anderes noch. Wird sich irgendwie noch offenbaren. Blumenkohl ist dies ja auch gar nicht durchgekommen. Da haben wir noch Fenchel, Salat, dahinter versteckt sich noch ein Salat, Sellerie, ja, hat den Platz angenommen, aber so richtig einen Schub hat er noch nicht gekriegt. Aber jetzt vom letzten Mal, wo der Floh bei war, bis jetzt auf jeden Fall ein bisschen größer geworden. Das sieht gut aus. Hier vorne war irgendwie noch Petersilie drin. Keine Ahnung, was da draus wird, ob daraus was wird. Das wird sich dann eben noch zeigen. So, da leer. Wo können wir denn jetzt mal hingehen? Den Bereich hier haben wir richtig schön fertig, da vorne da auch. Ja, da könnte man gleich nochmal gucken, ist aber nichts Wichtiges passiert. Und wenn ich hier vorne gucke, ist aber hier richtig viel passiert, wo ich drauf zugehe. Wow, sind die riesig geworden. Jetzt könnt ihr auch mal so einen Größenunterschied sehen. Wow, oder? Was haben wir hier? Den Mais logischerweise. Und der sieht echt prächtig aus. Also hier, Maiskolben, 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 Maiskolben. Also ist echt überall was dran. Ja, mein kleinen Moment hatte ich gerade. Alles voll, also so viel Mais hatten wir hier noch nie. Das ist echt eine total schöne Geschichte. Also überall hängt irgendwie was dran. Wir haben dieses Jahr mal mit einer Reihe ausprobiert. Teilweise ist es ein bisschen enger, da unten sind drei zusammen irgendwie. Hui, hier kommt der Wind aber durch. Ihr könnt ihr wunderbar sehen, da hat sich die Bohne breit gemacht, wenn ihr hinterher kommt. Kommen aber noch mal ein paar vorbei. Hier, wunderbar. Richtig schön, hier alles voll Bohnen. Hier haben wir Lilane, da hängen sie auch überall drin. Hier könnt ihr auch sehen, ne, mal ein Unterschied, lila Blüte,
Die haben eine rote Blüte, das wird grüne Bohnen geben, vielleicht sehen wir auch schon welche. Nein, die dann aber innen rot sind. Hier können wir aber wunderbar schon ein bisschen Mais erkennen. Da. So, und ich habe gerade mit dem Kürbis angefangen. Alles, was wir jetzt gemacht haben, ist einmal das ganze Beet frei. Das war vorgestern. Da haben wir hier jetzt den Kürbis übrig gelassen, einmal den Strang. Da haben wir ihn stehen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Malve oder auch eine, ja, was haben wir denn da? Gehen wir doch mal hin. Also ich sage, das könnte eine Malve sein. Ja, hier haben wir überall Mulchmaterial hin, ist noch nicht alles belegt. Aber sieht soweit schon schön aus. Dann hatten wir hier natürlich auch den Hokkaido-Kürbis. Den haben wir wiederum an anderer Stelle. Ich werde hier mal durchstiefeln. So. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Da kommen wir gleich noch hin, würde ich sagen. Machen wir vorne weiter. Und zwar direkt neben dem Milpa-Beet. Also die Kombination aus Kürbis, dann dem Mais und ja, den Stangenbohnen. Was bin ich nicht drauf gekommen? Da hat mich doch der Mais abgelenkt. Ich habe euch noch gar nicht alles gezeigt, im Grunde genommen. Also hier sind auf jeden Fall verschiedene Bohnensorten drin, hier sind verschiedene Maissorten drin, in verschiedenen Farben, ob roter Mais, ob gelber Mais, ob grüner, brauner. Ja, das wird sich irgendwie zeigen oder ob er gelb wird, wenn ich ihn noch nicht drin hatte. Das wird auf jeden Fall noch eine spannende Sache, wie bei dem einen Maiskolben, da waren ja schon verschiedene Farben bei. So, ab zum Blühwiesenanteil hier im Garten, einen weiteren. Hotspot-Zone oder wie man es nennen möchte. Hier haben wir noch ein bisschen Sonnenblume. Ja, da gehen wir mal weiter durch. Wow, was für schöne Ringelblumen. Guckt euch das an. So, und da ist auf jeden Fall lauter Verschiedenes noch zwischen. Ich möchte euch das jetzt nur einmal abfilmen, sonst zieht sich das Ganze ewig in die Länge. Boah, der Wind ist echt doll. So. Dach hält aber alles wunderbar aus, das ist safe mittlerweile. So, und hier ist der Weg versperrt, da dürfen wir nicht durch. Dann schauen wir mal an andere Stelle. Gehen wir hier nochmal lang. Ah, der Mais macht auch echt Spaß. Ja, gut. So, gehen wir hier an der Seite lang, gucken von hier nochmal rein. Hier haben wir ja, das Abteil mit den Tomaten, mit der Kapuzinerkresse und da ist auch wieder Kohl reingekommen. Da vorne ist ein Exemplar, muss ich nicht näher ran, ihr wisst, wie die Blätter mittlerweile aussehen. Ja, hier haben wir wieder so einen tollen Salat, der jetzt hier unten drin dann nachher das Saatgut trägt. Wunderbare Sache, habe ich mir schon angeschaut. Ja, da gehen wir mal näher rein. Da unten seht ihr die schon, also es trocknet alles noch und dann verteilt sich das von selber. In dem Fall wäre es mir natürlich lieber, wenn wir da irgendwie vorher beigehen und Saatgut ernten, genauso wie bei der Geschichte hier. Der wird schon knusprig und trocken. Andere sehen noch richtig toll gelb aus. Ja, aber was so drüber ist, ui, jetzt habe ich was entdeckt. Naja, Flo, da haben wir wieder kein Glück gehabt bei der Geschichte. Also größer werden sie nicht. Dieses Jahr ist echt komisch. Die Sonne hat auch eine ganz andere Ausstrahlung. Ja, somit schießt hier auch Brokkoli in die Blüte. Davon rede ich. Ein Brokkoli geerntet. Ja, hier abgeschnitten. Und dann sieht man, dass da was nachkommt. Ja, und hier unten verstecken sich dann noch Zwiebeln, Kapuzinerkresse, wie gesagt, dazwischen. Dann haben wir Speisekrüsantene da noch zwischen. Ja, Topinambur, jetzt sind wir ein bisschen bei den Sturmschäden. Können wir nicht heilen, da habe ich schon so oft mal festgetreten oder so, das hält sich irgendwie nicht mehr. Ja, eher hier noch eisern, aber der Rest kippt um, das wird so eine Geschichte. Denke ich, das wird bald aus dem Boden gezogen, das macht so keinen Sinn mehr. Jetzt möchte ich nochmal auf die andere Seite, und zwar hier einen Gartenzaun. Hier habe ich nämlich was anderes Tolles entdeckt. Toll, ne? Wenn dann Schafsgarbe direkt im Garten wächst, besser kann es nicht sein, darf sich gerne verteilen. Oh, hier oben haben wir auch, ja, oh, super, ich freue mich. Schafsgarbe. Jo. So, damit wir dann nochmal zu den Tomaten hinkommen, zu dem anderen, was ich euch zeigen möchte, werde ich hier mal durchstratzen. Hier haben wir dann nochmal Kohl. Und mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Jede Menge Mangold, das soll irgendwie noch eingemacht werden. Daneben haben wir ja die Himbeeren. Eine habe ich dieses Jahr genascht. Ich denke, die anderen sind jetzt mittlerweile auch schon runter. Ja, was sich da unten dann noch versteckt oder so, ist meistens Mangold, Kapuzinerkresse. So, hier ist ein kleiner Weg entstanden. Ja, zwei Tomatenpflanzen haben wir rausgezogen. Das waren welche, die am Boden lagen. Kam einfach nicht zu, die irgendwann hochzuhängen. Deswegen ein bisschen Ernte hatten wir. Schlesische Himbeere, auch zu empfehlen. Super, super lecker.
Ja, und hier haben wir noch Zuckertraube, den Golden Currant oder Mirabelle. Hier haben wir dann nochmal irgendwas anderes, eine große Fleischtomate, die Reisetomate, kann ich euch gleich nochmal zeigen. Ja, muss ich nicht näher ran. Da die frühe Martina, die rote. Gut, so, ich denke, hier haben wir alles abgegrast. Ich möchte das auch nicht in die Länge ziehen. Es warten ja noch 2 Beete, 3 Beete, 4 Beete, 5 Beete, 6 Beete, 7 Beete. Wir gehen auch ein paar Stellen hin. Es wird auf jeden Fall noch spannend. Und da ich vorm Kiwi-Beet stehe und damit dann die Geschichte hier vorne noch abschließen könnte, mache ich hier natürlich weiter. Und was hier so richtig schön blüht, was mich so richtig erfreut, was so eine kleine Überraschung ist, ist direkt hier vorne bei den Tomaten im Kiwi-Beet. Also hier haben wir die Tomaten. Eine liegt da auch. Hier vorne Alfalfa fängt an zu blühen. Und guck mal, wie schön das aussieht. Allein um das mal zu sehen, herrlich. Ja, ansonsten ja alles wild geblieben, nichts weiter passiert. Wir waren zwischendurch einmal bei, glaube ich, oder Flo? Wie war das noch? Ja, aber ja, das waren auch Spinatexperimente und so. Haben wir sehr viel Energie, Liebe reingesteckt. Aber das Saatgut war wohl nicht mehr gut. Hier vorne Gartenmeld ist rausgekommen, das habe ich am Anfang gezeigt. Und hier gibt es überall noch irgendwie Erbsenschoten dazwischen. Oh, da sehe ich was, das nehme ich gleich mal mit für gleich. Ne, die hole ich mir gleich in Ruhe. Mit 2 Händen ist dann doch ein bisschen besser. Ja, hier vorne auch noch, fleißig am Naschen derzeit. Ja, was haben wir hier? Eine Physalis. Super, dass sie dann auch mal kommt. nein, also das war eine Geschichte, Experiment. Da muss man auf jeden Fall früh im Jahr bei, sonst wird die im Jahr hier bei uns auf jeden Fall nichts. Pustig, pustig. Hier haben wir noch schöne Zucchini zwischen. Kann man auch mal mitnehmen. Ja, es pustet, es pustet, es pustet. Ja, aber wir haben Glück, das klappt. Der Regen ist fern. Ui, da hinten sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin auch zu Fuß hier. Ich hoffe, ich komme dann auch noch trocken nach Hause irgendwie. Aber ich bin ja nicht aus Zucker, das überstehe ich auch mal. Ist ja auch schön, bei Regen mal draußen spazieren zu gehen. Aber pitchen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt werden. So, Kiwi-Beet noch zu Ende bringen. Auch hier schon Riesenmangold, auch schon beerntet worden, aber... Ja, das hört ja nicht auf, ne, wenn man die großen Blätter wegnimmt. Aber durchaus noch auf dem Zettel zum Einmachen. Hier vorne die Speisechrysanthemen auch für den Tee schon geerntet. Ja, Salat so zwischen. Und dann haben wir hier noch bunte Beete. Hier unten ist ein Exemplar. Nö, will nicht. Aber da unten ist noch ein großes, genau. Bei einem Durchmesser von 10 cm, genau in der Mitte. Und daneben ist noch eine gelbe. Ja, hat auch 6 cm oder so. Möchte ich jetzt nicht näher ran. Ihr kennt das. So, hier haben wir nochmal Mangold, selbst ausgesät und Klee. Bisschen zurückgeschnitten hier die Geschichte mit dem Liebstöckel. Ja, und hier die Kürbisse, einmal abgeerntet, alles was irgendwie zu viel war. Das habt ihr gerade beim Mais gesehen, da ist es zum Mulchen reingekommen. War viel Mehltau drauf, hier ist auch Mehltau. Alles kein Drama, habe auch irgendwo mal aufgeschnappt, aber noch nicht selber ausprobiert, dass das mit Natron sehr gut gehen soll, auch bei Zucchini-Pflanzen, da irgendwie Mehltau in den Griff zu kriegen, aber ja, jetzt unterm Strich, bei dieser Pflanze war es kein Drama. Ich habe gemerkt, durchs Gießen kam mal was, aber ja, wir können uns nicht beschweren, ne? Ich laufe schon dran vorbei, guckt euch mal die Kürbisse an. Sehr gut, so schön, riesig, also riesig. Mike, wenn du zusiehst, also kürbismäßig, ich habe dich nicht vergessen, da haben wir noch einen und halt den vorne. Und da vorne möchte noch ein kleiner kommen, ob da draußen noch was wird, wollen wir mal gucken. Gehen wir weiter, hier vorne, die Bananenpflanzen, die Stelle wurde ja mal schön gemacht, aber ja, die haben irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Die sind, ich weiß nicht, ganz merkwürdiges Verhalten, da muss ich mich nochmal in die Materie einlesen. Da habe ich auf jeden Fall auch schon mal was besser gemacht, da möchte ich nochmal gucken. Vielleicht ja, so Rindenmulch und... Moos, vielleicht sind das nicht so gerade tolle Partner am Beet und ja, letztendlich wurden die Bananen auch rundherum vom Beinwell befreit, da wächst auch schon wieder nach. Ja, hier vorne auch. Die haben sich ganz gut vertragen, ach, da haben wir auch noch einen grünen sprießenden Beinwell. Ja. Ja, das ist eine Ecke, die schön gemacht werden sollte, gerade nicht weitergekommen. Äpfel werden immer weniger. Die Mumien immer mehr. Hier liegt auch immer wieder jede Menge auf dem Boden. Kommt da gar nicht hinterher. Das steht auf jeden Fall auf dem Zettel. Und natürlich so wenig wie möglich da noch verlieren wollen. Boah, hier sieht's aus. Also, super. Da super.
Hier unten, ja, mit dem Sturm hat er zu kämpfen hier. Lemon Queen. So, und hier unten, da haben wir noch eine Tomate. Hier steht eine Zucchini. Wachsende Zucchini. Hier haben wir nochmal das Gewächs, wo ich dachte Dahlia, aber bitte, bitte helfen wir weiter. Wir wissen das nicht, was das ist. Würde ich gerne mal benennen können hier. So, und dann möchte ich euch noch was zeigen. Ganz merkwürdiges Verhalten. Seht ihr da oben die Äpfel? Die sind, wie lackiert sehen die aus. Eins der merkwürdigen Sachen, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Also die Sonne hat definitiv eine ganz andere Qualität dieses Jahr. Da verändert sich was oder hat sich was verändert. Vorher auch schon, letztes Jahr durfte ich was beobachten. Aber dieses Jahr ist das echt heftig. Also die da oben, normal sehen die Äpfel gelblich aus mit ganz wenig Rot drin und haben so einen zuckersüßen, leckeren Geschmack und auch eine Konsistenz. Möchte man nicht aufhören reinzubeißen. Und dieses Jahr, egal was ich probiert habe, das war nicht mehr der Geschmack. Ganz merkwürdig. Ja, vielleicht war hier zwischendrin einer zum Lackieren. Ich weiß es nicht. Ja, merkwürdig. So, ich stehe hier vor den Hochbeeten. Hat es mich so ein bisschen nach hinten getrieben. Hier haben wir ein bisschen was ausgesät. Heute war ich bei, das möchte ich gleich mal abfrühstücken. Hier haben wir noch Porree 3 Pflanzen, Fenchel 2 Pflanzen. Dann habe ich hier immer Feldsalat und Radieschen ausgebracht. Hinten noch eine Reihe Radieschen. Ja, das habe ich heute dann mal abgehakt. Hier haben wir auch noch Radieschen, die auch vor kurzem reingekommen sind. Hier dann nochmal Mangold. Was hatten wir hier noch drin? Rettich, nochmal Spinat probiert und Salat. Aber ich glaube fast alles, was so aufgeht, könnte der Salat sein. Wird sich aber noch zeigen, dass das so ein bisschen wachsen. Hier ist auf jeden Fall Salat zwischen. Werden ja auch letztendlich nicht so viel brauchen. Hab da auch noch Saatgut, was zu mir finden soll. Der, ich weiß nicht, wie hieß er noch, Buttersalat. Soll irgendwie eine Wintersorte sein. Bin gespannt. Da sammle ich gerne Erfahrung mit. Derweil bei den Buschtomaten, ja, hier mit dem Salat ausgeblüht. Oh, hier ist auch Saatgut drin. Wunderbar. Da kann man auf jeden Fall jetzt beigehen. Ja, den Wind kann ich nicht vermeiden. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele Störgeräusche drin. Vielleicht ja auch keine. Wow, die ist aber riesig. Da unten haben wir eine Zuckerbusch hängen. Die sieht ja schon aus wie eine Fleischtomate da auch. Ja, hier vorne war ja die Ida Gold. Hier haben wir schon ein paar gesammelte Äpfel. Da war der Floh bei. Da haben wir noch ein bisschen saatgutmäßig was vom... Ah, jetzt habe ich den ersten Wassertropfen abgekriegt. Den wollen wir mal nicht zu lange machen. In die Chill-Ecke. Also da hinten irgendwie, da müssen wir jetzt nicht mehr hin. Aber, jo, hier Tomaten. Ich habe doch eine Reife gesehen. Wo ist denn die hin? Da ist sie hin. Die will ich mir noch gönnen heute. Da haben wir... Oh, schön. Ah, das ist die Black Cherry. Gehört auf jeden Fall zu den Tomaten, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe. Die möchte ich nicht missen. Die Indigo Rose hat mich bisher noch nicht so überzeugt. Da muss ich noch mal gucken, ob ich die mag oder nicht mag. Aber die ist super lecker. Die gönne ich mir jetzt. So, während ich hier noch zu Ende kaue, könnt ihr ja schon mal gucken. Hier haben wir so einen Schrein, so einen Altar, der uns immer so ein bisschen die ja, Ernte offenbart und wo man sich letztendlich dann was mitnehmen kann. Heute geht auf jeden Fall was mit. Da haben wir noch eine Zucchini von unterm Apfelbaum, da wollen wir noch Saatgut gewinnen. Daneben haben wir die Reisetomate. Ja, und dann hier verschiedene Sachen, auch Erbsen sogar sehe ich. Da ist die Indigo Rose. Ja, Zwiebeln, Fleischtomaten. Hier vorne, das ist die Istra. Ja, die haben wir probiert. Die war auch super lecker. Super geniale Fleischtomate. Bei schlesischen Himbeere, da kann ich euch jetzt nichts zeigen, aber die hat so gut geschmeckt. Und was ich als Eigenschaft da auch noch raussehen konnte, war, dass es fast keinen Strunk hat. Das ist wirklich viel Tomate an der schlesischen Himbeere. Richtig gut. Ja, toll. Richtig toll. Zu den Tomaten sei noch zu sagen. Letztes Mal im Video war hier alles voll Tomaten. Das ist ungefähr so die Menge, die wir zweimal in der Woche hier abschöpfen können. Das, was ihr hier seht, ist auch schon wieder alles komplett neu und wurden auch schon wieder ordentlich mitgenommen. Also Tomatenernte ist ja echt riesig. Und außer Tomaten gab es auch noch andere Kürbisse, habe ich ja vorhin schon erzählt, der Hokkaido. Jetzt sind wir da, haben wir ein paar kleine Exemplare ernten dürfen. Die reifen hier auch noch so ein bisschen durch. Da haben wir auch noch mal einen eingeklemmt. Ja, nicht nur, dass das schön aussieht,
der Gedanke war auch, weil einer so ein bisschen angefressen war, die so ein bisschen, ja, zu schützen am Boden vor Kellerasseln etc. Ich weiß, die kommen da auch hoch. Wer sich wundert, wo das herkommt, da haben wir es. Ja, aber so sieht es ein bisschen besser aus. Hier werde ich gleich noch ein bisschen Tomaten retten. Und mich vom Regen, hier kommt immer mehr durch. Ich würde sagen, es war ja rundum ein bisschen was zu sehen. Was passiert ist, oh, hier gibt es noch was. Bei Fußwurzeln, da möchte ich noch ein bisschen Öl herstellen. Ist wirklich bis zum Boden voll mit Wurzeln. Kann ich gar nicht alle selber gebrauchen. Aber, ganz vergessen, kann sie natürlich auch wieder einpflanzen. In kleinen Stücken, so 2 cm Stücke, wenn ihr mal was findet, an verschiedensten Stellen im Garten, der macht sich da gerne breit. Und gerade von jemandem gelernt, Sabrina, herzliche Grüße an dieser Stelle, falls du das mal sehen solltest. Der Tipp mit ja, zum Mulchen. Also, dass man 2-3 Mal im Jahr dann Beinwell absenzt, zum Mulchen benutzt. Auch die Waldgeister haben noch ein tolles Video zugemacht, das werde ich euch mal oben rechts verlinken. Kann ich nur empfehlen. Gute Inhaltsstoffe, gutes Mulchmaterial, ja genau. Gutes Mulchmaterial und wunderbarer Dünger dann auch. Ja, da landet was in den Beeten. Gut, das war's von mir. Ich denke, hier bin ich soweit durch. Alle Ecken irgendwie mal abgegrast. Überall mal irgendwie geguckt und geschaut. Nicht alles behandelt, aber ich denke mal, das war ganz reichhaltig. Das war mal so ein Überblick jetzt. Ich werde irgendwann natürlich mal wieder eine Reise hier durchmachen und natürlich auch näher rangehen, wieder, wie ihr das von mir kennt. Mit den Pflänzchen, mit den verschiedensten Sachen, die ich vielleicht mal ernte oder an der einen oder anderen Stelle einfach mal irgendwie eintauchen in irgendwelche Ecken. Die Atmosphären, die halt da so entstehen, sind echt schön. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, mit der Kamera irgendwas entstehen zu lassen, kreativ. Und ich bin da mal so und mal so. Und es treibt mich einfach, deswegen auch mal so ein Video wie letztes Mal ohne Worte. Ich kann auch nicht immer reden und wenn ich mal nicht reden kann, dann mache ich lieber so ein Video, anstatt kein Video. Und ja, das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall machen möchte, was sich gut anfühlt. Das kommt auf jeden Fall wieder. Wer es verpasst hat, an dieser Stelle möchte ich noch mal aufmerksam machen. Ich habe noch weitere Kanäle, einen Kanal davon. Oh, ich habe was wiedergefunden. Das ist von der Kartoffel, Saatgut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe sie alle wieder zusammen. Hier ist der dritte. Ja, wurde ich nochmal abgelenkt. Ne? Also, worauf ich aufmerksam machen wollte, war ein weiterer Kanal von mir, der Waldschrat, noch klein und frisch. Es geht in den Wald, alles, was so bei Permaculture meint, eben als Projekt Schrebergarten, kunterbunte Vielfalt, wie auch immer. Da gab es immer ein paar Videos aus dem Wald und die habe ich ein bisschen entkoppelt von diesem Kanal. Das findet ihr auf dem Waldschrat dann irgendwann auch nochmal wieder. Das werde ich als Classics einspielen. Auch das Thema an sich ist für mich sehr wichtig und ich kann auf dem Kanal der Waldschrat auch so ein bisschen in andere Richtung gehen und den Kanal ein bisschen anders gestalten als hier. Ich denke, zu viele Themen auf einem Kanal, das muss nicht unbedingt sein. Deswegen der Wald. Mal in eine andere Richtung, beziehungsweise ist es meistens die Richtung zum Mausebank. So, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank für alle, die mich bis hier unterstützt haben, unterstützen, die für eine Sache sind und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, euer Lars und weg!